Bin leider nicht so geschickt mit diesen Dingen, aber... Jetzt muss ich erstmal schauen, ob das hier passt. Passt der nicht? Ist der zu klein? Hä? Ich weiß, der eine oder andere von euch wird sich jetzt denken, was macht der da? Ist der nicht fähig? Bin ich nicht. Herzlich willkommen zu Dennis Handwerksstunde für das Rennrad. Meine Lieben, Schwimmtraining durch für heute. Heute mal im wunderschönen Bremen-Nord unterwegs gewesen, dadurch, dass das Hornerbad immer noch dicht hat und das Schlossbergbad irgendwie nur montags, mittwochs und freitags auf hat, musste ich mir heute eine Alternative suchen. Also bin ich ganz bis nach Bremen-Nord gefahren und war hier im Freizeitbad Fegesack. Ich bin nicht ganz so zufrieden, muss ich an der Stelle gestehen. Dadurch, dass auf der Hälfte der Bahn oder Hälfte der Strecke, ist völlig egal, im gesamten Pool gewesen, war ein von links kommender Gegenstrom. Und das war echt super anstrengend, weil man aufpassen musste, dass man mit den entgegenkommenden oder auf der gleichen Bahn schwimmenden Leuten nicht kollidiert, weil man halt immer nach rechts rüber gedrückt worden ist. Und ich verstehe nicht, warum da diese Gegenstromanlage irgendwie war oder Strömung oder was auch immer. Aber an sich war es auf jeden Fall eine gute Session. Ich bin erstmal 100 Meter ganz entspannt eingeschwommen oder 150 Meter, langsame Pace, und habe dann gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen entspannter. Aus entspannt ist dann wieder geworden, ich bin wieder relativ schnell geschwommen. Ich habe eine Pause zwischendrin gemacht und habe dann aber auch mal überlegt, okay, was könnte ich denn jetzt mal anders machen, und habe jetzt angefangen mal zu versuchen, ein bisschen länger zu gleiten. Ja, also weniger Züge zu machen, mehr zu gleiten. Das hat dazu geführt, dass sich meine Herzfrequenz, glaube ich, ein bisschen beruhigt hat. Und ich habe aber, glaube ich, trotzdem die gleiche Pace gehalten. Also ich muss gleich mal reingucken. Ich würde das mal wieder anzeigen lassen, dass man einmal sieht, die Rundenzeiten dahinter. Ich muss gleich selber mal schauen, wie das da aussah. Und ich habe jetzt schon mal die letzten Tage geschaut nach einem Kraulkurs. Es ist komplett alles ausgebucht hier in Bremen, ne? Also ich muss mal schauen, ob ich vielleicht irgendwie jemanden privat finde, der mir das beibringen kann. Ich hätte sehr, sehr gerne mal so einen Kraulkurs mitgemacht, aber wenn da halt alles voll ist, ist es echt schwierig, da selber reinzukommen. Und das Brustschwimmen an sich funktioniert schon ganz gut. Ich würde aber halt gerne auf Dauer einfach ein bisschen schneller werden wollen und vielleicht sogar auch ein bisschen energieeffizienter schwimmen. Ja, muss mal gucken. Auf jeden Fall werde ich diese Woche nochmal gehen, am Freitag. Und ich glaube, Freitag stehen 1700 Meter am Start. Muss man mal gucken. Ja, also, so viel zu dem heutigen Schwimmen. Es war auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Session. Meine Lieben, es ist Mittwoch. Heute steht eine Rennradrunde inklusive Koppellauf auf dem Plan. Es ist traumhaftes Wetter. Schaut mal. Mega gut. Ich habe heute mal meinen Windbreaker quasi an von Sirocco, den neuen, den ich gekauft habe. Und ich habe heute auch mal, wie man da unten sieht, meine Socken über die Bips angezogen. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht ganz so zufrieden. Ich finde, das sieht mit kurzen Sachen deutlich, deutlich besser aus. Aber für den Style macht man es ja. Und Rennrad ist immer noch weiterhin saudreckig. Ich glaube, ich werde das diese Woche machen. Ich habe jetzt letzte Woche mal die Kette geölt, da habe ich mir neues Öl gekauft. Seitdem flutscht das auch wieder richtig, richtig gut. Macht Spaß. Also wir werden heute, wie gesagt, eine kleine Runde fahren, 70 Minuten, dann nochmal 20 Minuten Koppellauf hinterher machen. Ich gucke mal, dass ich heute nochmal ein paar schicke Aufnahmen mache, zwischendurch mal anhalte und ja, einfach mal mich ein bisschen filme, wie ich von A nach B fahre, weil ich habe irgendwie festgestellt, ich habe gar nicht so viel Content, den ich mir auch mal so hochladen kann. Ich filme meistens für mich. Ich würde einfach nochmal so ein paar zusätzliche Aufnahmen einfach machen, um ja, ein bisschen Füller einzubauen. Das finde ich immer schön. Man muss ja nicht immer reden. Kann ja auch einfach mal so eine Überblendung machen quasi oder mal tolle Bilder sich angucken. Und ich finde nämlich, das inspiriert nämlich total, wenn ich mir andere Leute anschaue, die richtig geile Aufnahmen von ihren Rennradfahrten machen. Mich inspiriert es mega. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ja, es ist einfach schön. So, ich habe mich jetzt quasi kurz umgezogen, Hemd abgemacht, Laufschuhe an. Ich habe jetzt mal meine Bips angelassen. Das war ein bisschen doof, aber ich hatte jetzt irgendwie keine Lust, mich hart umzuziehen. Also laufe ich jetzt mit einem Arschpolster. Jetzt geht es auch mal 20 Minuten laufen und das Wetter genießen. Yes. So, meine Lieben, ich bin jetzt durch mit dem Koppellauf.
War eine gute Runde. Ich habe mir die Zeiten jetzt tatsächlich noch nicht angeguckt, sodass ich das hier gleich nochmal irgendwo verlinken werde. Grundsätzlich würde ich sagen, dass das gerade das Rennradfahren tatsächlich eine sehr gute Einheit war. Das Wetter ist ja fantastisch. Das macht das Fahren auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Koppellauf war ein bisschen anstrengend heute, weil ich bin losgelaufen und meine Herzfrequenz ist quasi ins Unermessliche gestiegen. Ich war irgendwo zwischen 175, 180 Puls bei einer 7,37er Pace und da bin ich kurz mal eben ein bisschen gegangen, irgendwie ein, zwei Minuten, damit ich mich beruhigt habe, ist irgendwie wieder auf 112 gesunken und dann bin ich wieder angefangen zu laufen, nochmal deutlich langsamer, 8,30er Zeit und dann pendelte sich das so bei 140, 145 ein und ich konnte auch nach und nach ein bisschen schneller laufen wieder, sodass ich am Ende dann 7,15 im Schnitt gelaufen bin bei einem 150er Puls. Also ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Körper das nicht so schnell umschaltet zwischen Rennradfahren, Belastung gerade irgendwie 30 Kilometer und dann nochmal 20 Minuten laufen, dass er dann sagt, boah, ich bin gerade, ich brauche irgendwie Sauerstoff oder was auch immer. Ja, sodass ich mal gucken muss, wie ich das beim Triathlon dann mache. Ob das mit der Transition, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch jetzt gerade heißt, mit der Wechselzone oder mit dem Wechseln der Sachen, ob das dann meiner Herzfrequenz gut tut oder nicht. Die Frage ist ja auch, und die stelle ich mir tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger, wie will ich das timen im Triathlon, wenn ich dann wirklich den Wettkampf mache? Ob ich versuche, irgendwie eine Herzfrequenz zu halten oder ob ich sage, okay, ich gebe einfach das Maximum, aber habe dann halt vielleicht das Problem, dass ich beim Laufen halt völlig versage, weil ich einfach die ganze Zeit vorher schon maximal viel Energie rausgehauen habe. Und da muss ich mich auf jeden Fall mal mit jemandem unterhalten, der das vielleicht schon mal gemacht hat, um das so ein bisschen einschätzen zu können, was man da rausholen kann. Gerade auch, weil ich ja einmal die Volksdistanz mache, die wirklich kurze Distanz, wo man mir irgendwann mal sagte, Volksdistanz oder Sprintdistanz tut in der Regel immer weh, weil man halt versucht, alles rauszuholen. Und bei der Olympischen kann ich mir dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, einfach auch, weil ich ja auch mehr Zeit brauche, weil die Kilometeranzahl einfach deutlich länger ist. Das heißt, da muss ich mal gucken, wie ich da mit diesem ganzen Management nochmal umgehe. Aber jetzt fürs Training muss ich sagen, ich muss mal schauen, wenn ich nächste Woche die nächste Koppeleinheit mache, dass ich da halt von Anfang an einfach deutlich, deutlich, deutlich langsamer laufe, in der Hoffnung, dass das dann nicht so exponentiell nach oben geht, sondern stetig irgendwie ansteigt. Also muss mal gucken, es ist ein Experiment. Es ist jetzt Woche 5, bin super begeistert tatsächlich schon über die Trainingserfolge, die ich jetzt im Laufe der Woche 1 bis 4 hatte. Also auch gerade heute habe ich das wieder gemerkt, das Rennradfahren war wieder super. Wie gesagt, ich habe noch nicht geguckt, was für eine Zeit ich da drauf habe, aber ich glaube, Durchschnittsgeschwindigkeit müsste auch irgendwo so bei 27, 28 sein oder so. Und das ist im Vergleich zu vor 4 Wochen schon eine krasse Steigerung, wo ich sage, hey, bin ich super begeistert und ich bin nicht kaputt dahinter. Also das Training bringt echt wirklich was. So, meine Lieben, ich war heute ein bisschen einkaufen und ich habe hier ein bisschen geshoppt. Das heißt, ich habe mir ein paar neue Sachen gekauft, ich habe ein paar Gels gekauft für die Tour, die wir heute machen, die 100 Kilometer, die am Start stehen, habe aber auch nochmal für Julius mitgekauft. Das heißt, das ist nicht alles hier für mich. Ich habe mir einen Radcomputer gekauft, der auch schon ganz lange auf meiner Liste drauf stand. Das ist so ein Bundle, das gucken wir uns gleich mal zusammen an, weil da ist nicht nur der Radcomputer drin, sondern da ist auch noch ein Trittfrequenzmesser drin und ein Geschwindigkeitsmesser plus der Brustgurt. Das werde ich heute alles einmal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. CO2-Kartuschen für die Fahrt. Ich habe mir nochmal eine neue Trinkflasche gekauft samt Halterung, weil ich nur eine habe. Macht also Sinn. Und ich habe mir so eine Satteltasche gekauft für hinten mit ein bisschen Kit dran und so weiter und so fort. Das gucken wir uns jetzt alles einmal in Ruhe an. Ja, ich würde sagen, starten wir rein. Als allererstes habe ich hier von Garmin den Edge 540 Sensor als Bundle. Das Ganze gab es jetzt auch tatsächlich relativ günstig. Normalerweise kostet das Ding 500. Ich habe das Ganze jetzt für 420 gekriegt, also bin da sehr begeistert. Das gucken wir uns jetzt hier mal an. Wollen wir mal schauen. Ich habe hier noch den Kassenbon drin, den habe ich da schon mal reingeschmissen. Und das ist das gute Stück hier. Schick. Mal rausholen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat der 540 ausschließlich hier quasi Klicker, hat kein Touch-Display, sondern macht in dem Falle tatsächlich alles über die Tasten. Die eine größere Version wäre, glaube ich, der 1040 gewesen. Der hat dann auch noch Touch-Display mit drin. Genau, wir können ja mal gucken, ob er direkt auch schon angeht oder ob wir das Ganze jetzt auch nochmal laden müssen. Schauen wir mal. 23% Akku, das heißt, ich werde den jetzt gleich tatsächlich schon mal anschließen, damit er für die Fahrt gleich auch läuft. Bin sehr gespannt.
aber sieht auf jeden Fall total schick aus. Lassen wir mal eben hier liegen, gucken wir mal, was wir noch weiter mit da drin haben. Das kommt zur Seite. Dann haben wir hier offensichtlich die ganzen Halterungen. Genau. Können wir gleich mal reingucken. Dann haben wir hier nochmal, schauen, dass diese Dichtringe, einfach dafür, dass das, wenn ich das Ding dann befestigen möchte, dass das vielleicht auch nicht wegrutscht. Also Dichtringe haben wir nochmal hier mit bei. Dann haben wir hier den Brustgurt, der quasi einzeln kommt, weil das hier ist der Sensor dazu, den man da auch zupacken kann. Das Coole ist bei dem hier, der ist grundsätzlich auch bis 1 Meter wasserfest, also 1 Meter Tiefe. Wenn man das hier hinten aufmacht, dann ist hier so ein, um die Batterie drumherum nochmal so ein Dichtungsring mit. Und der hält bis 1 Meter Wassertiefe und dann 30 Minuten bei 1 Meter Wassertiefe. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich das für den Triathlon nutzen kann, weil wenn ich nur eine halbe Stunde im Wasser bin, sowieso easy. Und ich werde ja nicht in 1 Meter Tiefe schwimmen. Also von daher sollte das eigentlich auch funktionieren. Das gucken wir uns gleich auch an. Das hier ist, wenn mich nicht alles täuscht, der Geschwindigkeitsmesser, der Trittfrequenzmesser. Den bastel ich mir dann quasi gleich an meine Pedale ran. Der blinkt auch schon und sagt, hey, hallo, ich bin irgendwie am Start gerade hier. Dann haben wir hier nochmal so ein USB-C-Kabel, damit wir das Ding gleich auch laden können. Hier ist die Aero-Halterung, dass ich das dann auch so schick an mein Fahrrad ran basteln kann. Das werde ich auch gleich noch machen, damit man sieht, wie das Ganze aussieht. Dann haben wir hier einmal der Kadenzmesser, also quasi für die Umdrehung pro Minute, die ich mit dem Rad mache. Und das sind die Befestigungen dafür, dass man das dann auch dementsprechend hier an den Seiten vernünftig festmachen kann. Und dann kommt das so, wenn mich nicht alles täuscht, mit ans Rad ran. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das zusammenbaue. Kann auch sein, dass es tatsächlich genau falsch rum war und dass das Ding hier die Geschwindigkeit ist, das hier die Frequenz. Keine Ahnung, muss ich gleich mal schauen. Und dann haben wir hier nochmal ein Benutzerhandbuch für den Edge 540. Also das alles hier jetzt aktuell so drin in dem wundervollen Edge 540 Sensor Bundle. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das mal ausprobieren und gleich mal ranbasteln. Und wie das dann aussieht, das zeige ich dann gleich auch nochmal. Und dann habe ich mir hier nochmal so ein Multipacket geholt. Mal so eine Fahrradtasche mit 0,6 Litern mit drin. Nochmal ein paar Radheber, dass ich dann den Radreifen da, den Mantel quasi wegkriege. Und nochmal ein Multitool. Fand ich in dem ganzen Ding eigentlich ziemlich nice. Hat auch nicht viel gekostet, 15 Euro oder so. Ich packe das jetzt mal eben aus und dann gucken wir uns das mal einzeln an. Ich habe jetzt hier die Sachen mal ausgepackt. Wir haben hier eine wundervolle kleine Tasche, die in meiner Welt eigentlich für alles reichen sollte. Ich werde hier das Ding gleich auf jeden Fall nochmal an meinen Sattel anbauen, dass ich das jetzt gleich für die Fahrt mitnehmen kann. 0,6 Liter reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang. Hier kann man alles reinpacken. Ich habe hier noch ein Multitool. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich habe mit so einem Ding tatsächlich auch noch nie gearbeitet. So ein paar, ich weiß nicht mal, wie die Dinger heißen. Imbusschlüssel müsste das hier sein. Genau, wie gesagt, ich bin da Todanfänger. Also verschiedene Sachen dran. Deswegen, das werde ich gleich auch mal ausprobieren. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Heber für, ach guck mal, die kann man hier sogar so zusammenbasteln. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 3 Stück davon brauche. Keine Ahnung. Deswegen werde ich jetzt hier, werde ich jetzt alle mitnehmen? Will ich nur einen mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme erstmal nur einen mit. Vielleicht ist es auch richtig dumm. Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben. Ich werde jetzt mal einen davon mitnehmen. Das heißt, einer weg. Einer kommt hier auf jeden Fall rein. Und das Multitool nehme ich auch mit. Und, oh. Was ich noch gekauft habe tatsächlich, das kann ich an der Stelle hier auch mal eben zeigen. Ich habe hier nochmal so ein Reparaturkit gekauft, einfach um die Reifen zu flicken für den Fall der Fälle. Ich bin gespannt, ich schmeiße das jetzt hier einfach so rein, ohne es auszupacken. Hauptsache es ist da drinne. Und was ich noch geholt habe, sind CO2-Kartuschen, einfach um den Reifen wieder aufzupumpen. Wir haben dafür so eine Pumpe, die habe ich jetzt hier nicht liegen. Und die kann man dann tatsächlich da reinbasteln. Dann hat der Reifen auch erstmal wieder Luft, wenn er mit dem Ding hier geflickt ist. Von daher, ich werde die jetzt hier mal auspacken, die CO2-Kartuschen. Ich werde die da auch erstmal reinpacken, weil die werde ich dann nachher einmal übergeben. Eine nehmen wir mit und die anderen drei kriegt nämlich der liebe Julius, für die ich die gekauft habe, für ihn habe ich die gekauft, weil er hat die Pumpe. Ich habe noch keine, aber ich nehme das Ding jetzt hier auch erstmal mit. Zack, erstmal hier alles rein. So kann die Tasche auch vernünftig zu. Und schon habe ich hier wunderschön verpackt meine Tasche für hinten am Rennrad dran. Bin auf jeden Fall mega begeistert darüber.
Genau, was habe ich noch gekauft? Ich habe mir noch mal eine neue Trinkflasche inklusive Halterung gekauft. Mal gucken, bis ich die rauskriege. So. Die Halterung werde ich jetzt gleich ranbasteln. Da ist aktuell noch mein Schloss dran. Und dann habe ich mir noch, wie gesagt, eine zweite Trinkflasche gekauft, weil ich glaube, das macht total viel Sinn, gerade wenn man mal längere Strecken fahren möchte, dass man einfach auch zwei Trinkflaschen dabei hat, weil aktuell habe ich nur eine und dementsprechend würde ich sagen, zwei to go, alles von Van Rijse bzw. bei Decathlon geholt, glaube ich, macht einen guten Job. Gucken wir mal, wie es gleich aussieht. So, und ich habe noch mal ein paar Riegel geholt, also zwei Riegel habe ich geholt, plus ein paar Gels, verschiedene Sachen. Ich habe hier einmal so ein Hydrogel vom Powerbar geholt mit der Geschmacksrichtung Orange. Orange, keine Ahnung, für mich ist es Orange. Das ist ein Hydrogel, heißt kein extra Wasser mit, was wir da mit reinnehmen müssen. Ich bin sehr gespannt. Alles ohne Koffein, weil ich bin nicht so gut auf Koffein, dementsprechend alles einmal ohne geholt. Dann haben wir hier nochmal eine kleinere, das ist einmal rote Frucht. Dann habe ich hier, glaube ich, Erdbeer und Banane. Ja, ja. Erdbeer, Banane, sehr, sehr geil. Und das letzte, was ich hier noch habe, ist einmal, ich glaube, Vanille. Ne? Ja, genau, Vanille. Also das sind ganz normale Gels jetzt hier. Offensichtlich, und das ist, glaube ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe das einfach so auch gut gekauft. Hier steht, no extra water needed. Da steht es nicht. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, das kann ich so wegsuppeln. Und da macht es Sinn, dass ich irgendwie nochmal Wasser dazu trinke. Keine Ahnung, gucken wir mal. Ich habe für jeden einen mitgebracht, dadurch, dass wir zu zweit fahren. Ich habe jetzt einfach mal für uns beide eingekauft. Dementsprechend vier Gels. Ob ich die jetzt heute alle trinke, keine Ahnung. Wir machen zwischendurch auch noch eine Pause. Gucken wir mal. Und ich habe hier nochmal einen Proteinriegel quasi mitgenommen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich sehe auch gerade, dass das Telefon auch eigentlich echt coole Aufnahmen macht hier, dass er das auch so scharf, unscharf stellt. Ziemlich cool. Genau, aber das ist so all, was ich gekauft habe heute. Und jetzt starten wir mit dem Anbau und dann mit der Tour. So, meine Lieben, ich bastel das Ding jetzt hier mal ran. Was ich auf jeden Fall vergessen habe, ist, dass ich mir eigentlich noch mal eben was zum Saubermachen holen wollte, weil das Fahrrad sieht schrecklich aus. Aber wir schauen jetzt einfach mal, dass das irgendwie trotzdem funktioniert. So, Trinkflaschenhalterung ist jetzt dran. Eine vorne, eine hinten. Ja, das passt noch. Jetzt habe ich noch eine Schraube hier übrig. Alter, das Rad sieht auch aus, ne? Super dreckig. Aber egal, ich habe die Kette noch neu geölt. Nach der letzten Ausfahrt. Kann ich das scharf machen hier mit der Kette? Macht er nicht ganz. Die habe ich jetzt noch mal kurz geölt. Also, was heißt jetzt? Vor vier Tagen oder so. Aber trotzdem sieht das schrecklich aus, ne? Für alle Bike-Liebhaber, es tut mir mega leid. Mein Rad ist sau. Dreckig. Genau, jetzt machen wir weiter mit, ich glaube, dem Sensor, der hier hinkommt. Und danach kommt da vorne noch einer rein. Und dann bauen wir das Mount da oben noch an. So, und natürlich war ich so schlau und habe leider Gottes die Anleitung oben vergessen, sodass ich mal eben kurz auf dem YouTube-Video gucken musste, was hier eigentlich wo rankommt. Und das hier ist jetzt quasi der Cadence-Sensor. Heißt die Trittfrequenz. Und die basteln wir jetzt hier mal ran. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich brauche das Ganze lange dafür. Sonst passt das nicht. Ich glaube, das sieht gut aus. So, basteln wir jetzt eigentlich relativ easy ran. Das Ding kommt einmal hier drum. Und auf der anderen Seite dann dementsprechend auch. Und dann bastel ich das jetzt so mal ran, dass der das auch rafft. So. Gucken wir mal. Gar nicht so einfach, das darüber zu kriegen, muss ich ehrlich gestehen. Zack. Zack. Hält. So, saudreckig, aber gucken wir mal. Hier habe ich das Ding jetzt rangebastelt. Kann man das hier von der anderen Seite? Ja, Trauma. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist jetzt auf der anderen Seite dran und sollte dann eigentlich das auch wiedergeben. Vielleicht hätte ich es vorher noch mal richtig schön sauber machen sollen, aber. Naja, durch den nächsten Regen, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja, jetzt ist das Ding hier dran. Gucken wir mal, ob das auch was bringt, wenn der hier immer
die Runden dreht. Genau. Jetzt machen wir mal als nächstes weiter. Die bleiben hier über. Die kommen jetzt hier quasi rein. Und dann werden wir jetzt als nächstes mal weitermachen mit dem Geschwindigkeitssensor. So, und ich habe jetzt hier diesen, kann ich das hier zeigen? Diesen wunderbaren kleinen Sensor hier. Der hat hier so eine Schlaufe dran und die kommt jetzt quasi hier unten zwischen. Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass man das hier auch vernünftig sehen kann. Der kommt jetzt quasi hier so rauf. Greife ich hier einmal unten durch. Versuche ich den hier drüber zu kriegen. Ja. Bin leider nicht so geschickt mit diesen Dingen, aber das wird schon. Na. Komm, so drüber. Traumhaft. Jo. Das war's jetzt auch schon. Jetzt hängt der da drin. So, ranzoomen hier. So sieht das Ding jetzt hier quasi aus von Garmin. Ist jetzt hier quasi in der Mitte drin, im Vorderreifen. Vorderrad. Und dann gucken wir mal, was das Ding so sagt. So, was ich hier auf jeden Fall jetzt noch habe, ist einmal der Aero Mount für das Rennrad. Das kommt quasi hier vorne dann dran einmal, so dass ich ihn hier reinklemmen kann. Den muss ich jetzt mal auseinander friemeln. Hier kleiner Imbus drin. Zum Glück habe ich das ja da. Und ja, dann werde ich den mal eben daran basteln und dann werden wir gleich, bevor die Tour startet, das Ding da auch reinstecken. Ich habe den jetzt noch oben, weil ich den jetzt nochmal laden wollte. Ja, und ich glaube hier in den Ring, da kommen ja auch noch diese Ringe hier rein. Ist hier drin? Ich glaube, hier ist das drin. Diese Abdichtringe. Ah ne, guck mal hier. Das sind die Abdichtringe. Genau. Da werde ich nochmal einen von reinpacken, damit das nicht so rutscht. Genau, und dann gucken wir uns mal an, wie ich das jetzt hier ran bastel. So, traumhafter Blickwinkel von hier schräg unten. Ich baue das jetzt hier erstmal auseinander. Ja. Ich will es auch nicht einfach so aufreißen, aber naja, so, ich nehme erstmal das Kleine. Ich glaube, das sollte reichen. Muss mal gucken, welchen Imbus ich hier nehme, den ganz kleinen. So, erstmal wieder zur Seite legen, weil sonst habe ich nämlich zu viel in der Hand und das ist nämlich auch doof. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob das hier passt. Und natürlich passt der nicht. Ist der zu klein? Was soll das denn? Jetzt sehen wir mal so ein anderes. Ach, da ist sogar einer dabei. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja richtig begeistert. Hier, so ein kleines Ding. So, traumhaft, dann brauche ich das hier auch nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Ich fühle mich auch einfach so richtig schlecht mit diesen Dingern. Der ist einfach zu klein. Wollen die mich verkackern? Was ist das denn? Warum ist der denn dann dabei? Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, da ist noch ein zweiter. Noch ein zweiter? Gucken wir mal. Wofür ist der Kleine denn dann da? Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal gucken. So, der passt jetzt auf jeden Fall. Und dann können wir den hier erstmal machen. So, ich bin ja handwerklich eigentlich gar nicht so geschickt, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen ist das für mich hier so auch mein erstes Mal, first try. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das basteln wir jetzt hier mal drumrum. So. Das sieht auch gut aus. Passt das? Ob es passt oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Bisschen quetschen hier. So. Okay. Ja, so soll das nicht sein. Dass das wieder zurückkommt hier. Ich stelle mich auch doof an bei solchen Sachen, ne? Oh, Mr. Spinny, hallo. Weg damit. So. Also das Ganze nochmal von vorne. Ich glaube, jetzt lege ich es erstmal hier rein. Mal gucken, ob das dann besser läuft. So. Zack. Und jetzt machen wir das quasi wie hier bei so einem Krokodil. Hier einmal rüber. Ich weiß, der eine oder andere von euch wird sich jetzt denken, was macht der da? Ist der nicht fähig? Bin ich nicht. Bin ich wirklich nicht. So, das sieht doch schon mal gut aus. So. Zack. Wow, bin begeistert. So, passt das so? Das sieht dann vernünftig aus. Ich glaube, die letzte Feineinstellung muss ich sowieso machen, wenn ich das Ding darauf klicke gleich. Aber erstmal können wir das jetzt hier wieder zudrehen.
ich muss ja sagen, ich fühle mich ja heute schon echt stark, dass ich das mache. Weil normalerweise bin ich da nicht so. Aber gut, wenn man jetzt Triathlon macht und Fahrrad fahren will, dann muss man sich auch mal so ein bisschen handwerklich damit auseinandersetzen. Deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen zu Dennis Handwerksstunde für das Rennrad. Von Null Ahnung für Dummies, für Dummies. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, das Ding hält jetzt hier hoffentlich. Ich weiß auch nicht, wie fest man jetzt so ein Ding zieht hier. Bis es nicht mehr geht oder doch, weiter noch. So. So. Zack. Hält das jetzt hier? Ja, ist irgendwie fest. Das kommt jetzt hier wieder rein, das kommt zurück. Traumhaft. Was ist das hier eigentlich alles? Ich habe keine Ahnung. Oh. Irgendwelche Ringe? Wofür? Verstehe. Aha. Kommt das hier noch rauf? Ey, ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich gestehen. Was ist das? Und wofür ist das da? Hilfe! Bitte helfen Sie mir. Naja, okay, alright. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch gemacht. Ich würde jetzt sagen, ich hole jetzt hier erstmal alles wieder in meinen Sack zurück. Zack, zack, zack. Weil eigentlich müsste jetzt alles dran sein. So, ich nehme dich mal an die Hand. Ja, also eigentlich müsste alles da sein. Wir können uns das nochmal einmal angucken zusammen. So, hier, das Ding haben wir hier vorne drauf. Das passt, das sieht auch schön. Sieht auch schick aus. Bin ich sehr gespannt. Dann habe ich hier unten diesen Sensor dran und hier vorne noch mal einmal Geschwindigkeit. Und wir werden das gleich mal ausprobieren. Ich werde mich jetzt gleich mal umziehen und dann, ja, hinten noch die Satteltasche. Genau, habe ich ganz vergessen zu sagen. Da. Ja, bin gespannt. Mein altes Schloss, keine Verwendung mehr für. Mal gucken, was wir damit machen. Ja, ich bin begeistert. Yes, meine Lieben, ich habe mich heute entschieden, kurz zu machen. Das heißt, kurz unten, kurz oben, noch so einen Windbreaker an und bin gespannt. Rad sieht phänomenal aus. Wir werden jetzt mal eine Runde fahren. Anvisiert haben wir 100 Kilometer. Die längste Strecke, die ich jemals gemacht habe, in einem untrainierten Zustand, waren gute 60. Und ansonsten nochmal so 50. Also das wird heute auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Ich freue mich aber drauf und werde zwischendurch mal berichten, wie es läuft. Unterwegs hier mit Julius. Sau windig. Bock heute aber. Ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Meine Lieben, die 100 Kilometer sind durch. Ich war jetzt insgesamt ich glaube 4 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp gemacht, haben ein bisschen was gesnackt und ja, ich muss sagen, ich fühle mich fantastisch. Also hätte ich nicht mehr gerechnet. Das letzte Mal, als ich 50 gefahren bin, war ich dann auch echt platt. Und jetzt die 100 ging richtig gut. Also ich fühle mich maximal fit gerade. Mega. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Passte auch. Ich habe hier auch mit dem Garmin, das ging auch alles fantastisch. Kann man gerade gucken, ob man das hier nochmal so sieht. Nö, keine Ahnung. Auf jeden Fall blende ich das jetzt hier irgendwo ein, dass man einmal die Fahrtstrecke auch sieht, wo wir so ein bisschen lang gefahren und ja, wie lief das eigentlich mit den 100 Kilometern? Also wie gesagt, super begeistert. Für mich geht es jetzt gleich erstmal unter die Dusche und dann werde ich mir heute auf jeden Fall eine Pizza genehmigen, weil ich glaube, ich habe ziemlich viele Kalorien verbrannt und ich habe übelst Bock auf eine Pizza. Langsam kommt der Hunger auch. Ich habe richtig gut durchgehalten. Ich habe 4 Gels genommen. Ne, 3. Nur 3. Eins habe ich noch über. Ja, würde sagen, geil. Hat Spaß gemacht. Und das war's mit dem dieswöchigen Vlog. Falls du immer noch dran bist, vielen, 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 vielen Dank. Ich meine, heute ist ja mal ein bisschen ausgeartet, fast eine halbe Stunde, in der ich ein bisschen was
über das Rennrad erzählt habe, das Zusammenbauen und Co. Also wenn du immer noch dran bist, herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank an die Community, die immer weiter wächst und sei es bei YouTube oder bei Instagram. Ich freue mich mega darüber. Wenn du mir jetzt noch nicht folgst, abonniere gerne den Kanal. Es wird in nächster Zeit weitergehen. Wir bereiten uns vor auf die olympische Distanz und ich glaube, das wird richtig, richtig fett dieses Jahr noch werden. Und da wird noch ziemlich viel kommen und ich glaube, das wird super spannend werden. Also wenn du Bock hast, bei diesem Journey dabei zu sein, bleib auf jeden Fall dran. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal wunderschöne Ostern.